Ja, ich bin die Ines Schiller, ich bin seit 2. Jänner 2020 Bürgermeisterin von Bad Ischl und komme aus dem sozialen Bereich. Also ich habe vorher in der Altenbetreuung gearbeitet, war dann Volksschullehrerin. Und die Flüchtlingskrise hat mich schon 2014/15 stark beschäftigt. Das ist für mich einfach immer eine Herzensangelegenheit und leider Gottes sind wir jetzt gerade wieder in so einer Situation. Also das Wichtigste, glaube ich, für diese Menschen ist jetzt einmal, wenn sie hier ankommen, dass man mal das Nötigste wie Wohnraum, also ein Dach über dem Kopf zur Verfügung stellt. Und dann ist es aber auch wichtig, die Leute nicht nur unterzubringen, sondern auch sich um die Leute zu kümmern. Also ich habe selber eine Mutter mit Kind bei mir zu Hause aufgenommen und auch wenn wir oft miteinander lachen, miteinander spielen, merke ich einfach, dass die psychische Belastung, die diese Menschen haben, einfach enorm ist. Am Abend wird mit dem Vater zu Hause telefoniert, der an der Front kämpft und das ist nicht einfach, was das in den Menschen auslöst und darum glaube ich, es braucht nicht nur Wohnraum und Sachspenden, sondern es braucht ganz, ganz viel Betreuung. Und was spielt Sprache für Sie für eine Rolle? Die Sprache ist natürlich hier eine große Barriere, weil leider Gottes sehr, sehr viele auch jetzt bei uns sind, die nicht einmal Englisch sprechen. Also die sprechen wirklich Ukrainisch, Russisch, aber nicht einmal ein gebrochenes Englisch. Und die Sprachbarriere ist natürlich ein Problem. Das Glück, was wir in Bad Ischl haben, dass man von 2015 auch Flüchtlinge hier haben von Russland, muss man sagen, und die bei uns eine Aufenthaltsgenehmigung gekriegt haben und jetzt als Dolmetscher mehr oder weniger eingesetzt sind, auch von Armenien. Von Armenien haben wir auch Leute da, die können auch Russisch, also die können sich mit diesen jetzigen Flüchtlingen verständigen. Und wir haben auch sehr, sehr viele 24-Stunden-Pflegerinnen aus der Ukraine und die nehmen wir halt jetzt immer zum Dolmetschen mit und schauen, dass wir da halt ein bisschen, sage ich jetzt einmal, was von den Menschen erfahren, beziehungsweise auch die Befürchtungen, die Ängste, die diese Menschen haben, einer ein bisschen abnehmen können. Wenn Sie zusammenfassend noch einmal schauen, was Ihnen am Herzen liegt und was einfach Empfehlungen für die Mitbürger sein kann, wie man mit diesen Menschen umgeht, hätten Sie da einige Ratschläge? Na, das eine muss man einfach sagen, diese Hilfsbereitschaft, die es gibt, die ist sehr groß. Ich hoffe, dass der Atem nicht so schnell ausgeht, sage ich jetzt einmal, weil ich glaube nicht, dass es in ein paar Wochen erledigt ist. Und gerade ehrenamtlich zu helfen, ist nicht nur kurzfristig da zu sein, sondern einfach auch längerfristig. Und ich kann einfach nur mitgeben, dass man versucht, die Familien so gut wie möglich zu integrieren, mitzunehmen, zu unterstützen, aber trotzdem auf, wie soll ich denn sagen, das Leben in Österreich vorzubereiten, weil ich nicht glaube, dass sie in 3 Monaten wieder heimfahren können. Ich bedanke mich für das Gespräch. Bitte gerne.